Zanga Zanga. Mananto. 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 إلى الأمام إلى الأمام. Willkommen zum ersten Video im Jahre 2013. Ja. In der letzten Zeit ist weniger passiert, also vor allem videotechnisch hatte auch viel zu tun und hatte also wenig Zeit, Videos zu machen. Lag unter anderem auch an den Auseinandersetzungen in der Linken, aus der ich ausgetreten bin. Ansonsten, ich war am 12.11. auf dem News-Konzert für einen Hartz-IV-Empfänger, ist das ein Luxus. Ganz schön teuer, so eine Arena-Karte, aber das musste sein. Ja, da habe ich Monate für Geld zusammengelegt. Das Konzert wollte ich mir nicht entgehen lassen, das war großartig. Ich kann jedem nur empfehlen, News-Konzert, wenn es in eurer Gegend ist, geht hin. Das ist eine geniale Band mit einer genialen Show. Und ja, eventuell sehen wir uns ja da mal. Okay, also wie gesagt, ich bin aus der Partei Die Linke ausgetreten. Aufgrund der gesamten außenpolitischen Ausrichtung, das war da der Hauptgrund. Die Austrittserklärung findet ihr unten im Video verlinkt. Und ja, so starten wir ins Jahr 2013 als parteilos. Und ich kann auch jedem nur raten, diese Partei nicht zu wählen, da ihre gesamte Ausrichtung, auch wenn sie gegen bewaffnete Einsätze ist noch, ist pro-transatlantisch. Also es ist eindeutig Westorientierung. Sie greifen jeden Verbündeten von Chavez an und wollen sich aber im Ruhm der venezuelanischen Revolution sonnen. Ja? Und das geht halt nun überhaupt nicht. Ja? Es kann nicht sein, dass man so tut, als wäre man quasi so eine deutsche Version von Chavez und dann fällt man die Verbündeten von Chavez in den Rücken. So geschehen im Fall Pussy Riot gegen Russland. Es ist so geschehen in Sachen Belarus, dann also Weißrussland, dann in Syrien unterstützt die Linke immer noch diese CIA-gesteuerte Rattenopposition, dieses zivile Deckblatt, dieses zivile Feigenblatt der faschistischen FSA. Also wirklich, diese Leute stellen sich hin, spielen für den Westen säkular, währenddessen schlachten Islamisten religiöse Minderheiten ab und verüben Terror gegen alles, was ihnen nicht passt. Ja. Vor kurzem ja wieder ein Anschlag auf eine Universität, ja. Anschläge auf Gewerkschaftshäuser hat es gegeben in Syrien, Anschlag auf die demokratische Infrastruktur des Staates. Und dann gibt es die lokalen Koordinierungskomitees, die fallen dann, also das ist quasi so, das sind die Krankenschwestern von den FSA-Lazaretten. Ja? Und diese Leute werden unterstützt, obwohl sie Teil dieses ganzen Komplotts gegen Syrien sind. Ja? Also beteiligt sich die Linke an einem imperialistischen Angriff auf einen souveränen, antiimperialistischen Staat, einen Verbündeten von Syrien, von Venezuela, so wie es auch geschehen ist in Libyen, ja, und danach empört tun, wenn die NATO bombt, dann ist man dann empört. Ja. Aber vorher hat man die gesamte Vorbereitung mit der Kriegsrechtfertigung und so weiter mitgetragen. Ja. Ich sage da noch eins, Marx 21, Christine Buchholz, und so weiter, dieses ganze widerliche Dreckspack. Weil was anderes sind diese Leute nicht. Dieses widerliche Dreckspack spielt den linken Flügel, ja, und ist genauso regimehörig
wie der sogenannte rechte Flügel, über den man sowieso nicht mehr reden braucht, Lederer, Bartsch, Pau, dieser ganze Grinz, dieses Agentengesindel, ja, bis hin zu Zionisten wie Mark Seibert, die Internetauftritte torpedieren der Partei. Also die größten Feinde der Partei werden in der Partei, von der Partei gefördert, so lange bis die Linke integriert ist ins Regime. Und das ist ja schon fast geschehen. Jetzt in Niedersachsen und vor allem auf Bundesebene will man mit SPD und Grünen Koalitionen jenseits von CDU und FDP bilden. Also bitteschön, ja, was ist denn bitteschön an SPD und Grünen besser? Die sind schlimmer. Harzreformen, Riester, Rürup, weiß der Teufel was. Die Kriege, Jugoslawien, Afghanistan, alles Werk von Rot-Grün. Merkel hat das immer nur übernommen. Merkels militärisches Engagement geht gegen Null. Das geht gerade so weit, um nachher noch Zugriff auf die Märkte zu haben. Aber die ist überhaupt keine, die derzeitige Bundesregierung ist keine kriegstreibende Kraft in diesem Land. Nein, im Gegensatz, in Libyen haben sie sich rausgehalten und dafür wurde Westerwelle abgeschossen von Rot-Grün und Springerpresse. Wolf wurde abgeschossen von Rot-Grün und Springerpresse. Rot-Grün, ihr wisst ja, die Partei, in der ein Thilo Sarrazin, SPD, in der ein Thilo Sarrazin Mitglied sein kann, Trittin, der bei den Bilderbergern ein herzlich willkommener Gast ist, um von dort aus zu twittern, wie schlimm doch Merkel und Schäuble angesehen würden, weil sie sich nicht tief genug bücken. Also ich bin jetzt wirklich kein Fan von Union und FDP, um Gottes Willen. Ja. Aber man kann doch nicht gegen diese Verbrecher sich mit noch viel schlimmeren Verbrechern verbünden, wie es die Führung der Linken derzeit will. Eine solche Partei, ich bin doch kein Volksbetrüger. Ich gebe doch nicht meinen Namen her, hier in meinem Landkreis, ja, und in meinem Wahlkreis, um Rot-Grün an die Macht zu bringen. Ich will Leute, die Feinde von Rot-Grün sind. Ich will die Oppositionellen. Ich will die, die keinen der anderen vier Parteien jemals wählen würden. Und das ist mittlerweile, sieht man ja, das sind 30% der Bevölkerung. Und da, aus diesen Kräften, denen möchte ich eine Stimme geben und nicht Rot-Grün. Also mich als Oppositioneller darstellen und danach, was soll ich den Leuten erklären? Ich stelle mich doch nicht hin, mache Opposition und dann beschließen diese Ratten, dass sie mit Rot-Grün koalieren würden. Ne? Deshalb, so ein Betrüger bin ich nicht, sowas mache ich nicht mit. Ja? Und dann diese Ausschlüsse, wie zum Beispiel gegen Klaus Stefan Schlangen, ist er geglückt, gegen die anti-antizionistischen, pro-zionistischen Säuberungswellen, ja, wo man irgendwelchen faschistischen Agenten erlaubt, darüber zu entscheiden, wer in der Linken sein darf und wer nicht. Also ob Faschisten entscheiden, wer zur Linken passt? Bitte, Leute! Okay. Also mit dieser, die Partei ist für mich abgehakt und leider gibt es auch keine andere Alternative. Ja. Die DKP, die hat ein Gesellschafts- und Leistungsverständnis, das ist der 19. Jahrhundert-Marxismus, ja, gegen das bedingungslose Grundeinkommen machen sie Stimmung und das Heil auf die Lohnarbeit, wir wollen die Arbeit befreien von den kapitalistischen Zwängen. Das heißt, die Arbeit, soll den Menschen wieder zur Selbstverwirklichung helfen und nicht Mittel der Ausbeutung sein. Da muss man aber davon loskommen, dass diese Koppelung von Leistung und Einkommen in der Form aufrechterhalten werden kann. Es muss in einem reichen Land wie Deutschland möglich sein, dass jeder deutlich über Hartz IV-Satz, also zu sozial erträglichen Bedingungen leben kann. Weil die Produktivität so hoch ist, dass wir mittlerweile gar nicht mehr die Leute beschäftigen können. Ja? Also, was soll das? Die DKP,
die im Großen und Ganzen auch nur eine Linkspartei in Kleines. Ich meine, was, es gibt keinen realen Unterschied zwischen Leo Meyer und Klaus Ernst. Ganz im Ernst. Also die DKP ist offensichtlich keine Partei, die fähig ist, das System zu überwinden, genauso wenig wie die Linke. Die Müll-PD, über die brauchen wir gar nicht reden. Die sind voll einkassiert, die sind also gegründet von Leuten. Und die unterstützt auch diese ganzen CIA-Sachen, also die Schwafeleien vom wahren Sozialismus, ja, haben da eine Zeit lang punkten können, weil ja der real existierende Sozialismus in Osteuropa gescheitert ist. Also haben sie ja den wahren und echten und weiß schon. Und der Marx hat ja schon gewarnt vor dem wahren, vor dem deutschen Sozialismus. Also. Es ist immer eine Frage der Kritik, also man kann nicht, wie die MLPD dann zum Beispiel, ja, selbst nachdem Tripolis gefallen ist und ganz Libyen in rassistischen Massakern versunken ist, selbst dann hat die MLPD an ihrer Position festgehalten, sowohl in Bezug auf Syrien als auch an Libyen. Die haben nicht dazu gelernt, ist eine völlig unfähige Partei, die, komischerweise haben die immer genug Geld. Und ja, also ich möchte gar nicht wissen, was da genau los ist. Bei den Trotzkisten verhält es sich genauso. Sowieso nicht. Also den Trotzkismus ist eine tote Ideologie. Das ist also auf ganzer Linie gescheitert. Ich meine, wenn schon Stalin nicht alles richtig gemacht hat, Trotzkismus hat er wohl nirgendwo zu irgendwas Positivem geführt. Im Gegenteil, viele von den Sachen, die den Bolschewiki angelastet werden, hat Trotzki zu verantworten an Verbrechen während der Revolution und während dem Bürgerkrieg. Was kann man da noch? Ansonsten fällt mir nichts ein. Es gibt keine Partei, für die ich mich derzeit engagieren will. Ja? Entweder ist sie irgendwie verstaubt und total gewerkschaftshörig, wie die DIKP. An diesen bescheuerten Einheitsgewerkschaften festhalten. Der DGB ist nirgendwo die Lösung, der kann auch nicht zu einer Lösung umfunktionieren, denn der DGB ist das Problem. Ja, für das, was der DGB abschließt, dafür würden sich Unternehmerverbände in anderen Ländern schämen, sowas zu fordern. Das ist der Unterschied zwischen DGB und echten Gewerkschaften. Der DGB ist ein Hindernis und muss beseitigt werden. So, ja, schauen wir doch mal, was ist passiert in Libyen. In Libyen geht der Krieg weiter. Der gesamte Süden ist zu einer Kriegszone erklärt worden von der Rattenregierung, von diesen NATO-Marionetten. Die Misrata-Banden, eine der schlimmsten, also die ganzen Verbrechen, rassistischen Massaker zu verantworten haben, die Tuareger zerstört haben und die Schwarzen vertrieben haben, ethnische Säuberungen durchgeführt haben. Diese Misrata-Banden, die bereiten sich auf einen Krieg gegen eine andere sogenannte Revolutionstruppe vor, nämlich die Zintan-Brigaden. Zintan halten Saif al-Islam gefangen und mal schauen, was da noch passiert. Und Misrata bereitet sich darauf vor, Zintan die viele Positionen militärisch abzuringen. Also da wird ein interner Krieg zwischen Rattenverbänden ein interner Krieg vorbereitet. Ja. Ich hoffe, ich habe immer noch die Hoffnung, dass also Zintan ist geteilt. Also es gibt durchaus einen Teil, der auf Seite der grünen Widerstandsbewegung ist. Der hieß damals dann auch Rote Armee. das waren halt Leute aus Zintan, die auf der Seite
von Gaddafi gekämpft haben. Also diese Gegend da und dieser Stamm da ist gespalten. Und deswegen ist auch Saif zu denen gegangen und die sind einigermaßen fair. So, ja. Also die halten sich an alte Stammesabkommen. Zum Beispiel, deswegen wurde Saif dort behandelt von seiner Handverletzung. Und wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Es gibt alle möglichen terroristischen Operationen da. Also die Al-Qaida ist da, begeht Massaker, Anschläge auch. Dann gibt es natürlich die Anschläge vom Widerstand. Und es ist also, das ganze Land versinkt im Chaos. Bald wird es nicht mal mehr, wird die NATO nicht mal mehr in der Lage sein, vor lauter Chaos die geplante Ausbeutung der libyschen Ressourcen aufrechtzuerhalten. Das war auch der Punkt, wo amerikanische Vertreter gesagt haben, wir haben Libyen verloren. Das war nach den Attacken vom 11. September, wo der US-Botschafter von Al-Qaida umgebracht wurde in Libyen. Gratulation übrigens, ja, von euren eigenen Söldnern umgebracht. Fuck you, America. So. In Syrien ist Russland so weit gegangen, wie ich es wirklich nicht gedacht habe. Das gesamte östliche Mittelmeer ist voller russischer Kriegsschiffe, die da Manöver abhalten, teilweise in syrischen, vor syrischen Gewässern, um zu verhindern, dass vom Meer aus Syrien angegriffen wird, weil es geht in dieser von der nördlichen Küste bis nördlich von Aleppo, diese Gegend, um die geht's. Denn dort versuchen die Ratten, eine befreite Zone einzurichten, so wie in Benghazi, eine sogenannte befreite Zone, um weitere Unterstützung, imperialistische, militärische Unterstützung zu bekommen. Das gelingt aber nicht so wirklich. Also die haben ganz schöne heftige Niederlagen und je schlimmer ihre Niederlagen werden im richtigen Krieg, umso mehr greifen sie zu terroristischen Gewaltakten, wie jetzt in der Universität von Aleppo, wo ganz klar auch erwiesen ist mit Videoaufnahmen, dass das eben nicht das Regime war, sondern die Ratten. An vielen Frontabschnitten setzt sich die Armee durch. Und die Russen wollen auch Landungsübungen durchführen, also die wollen mit Marinetruppen in Syrien landen und haben auf die Patriot-Systeme, an denen sich auch Deutschland beteiligt, das sind diese Patriot-Stationierung, denen haben sie schon eine Gegenwaffe entgegengesetzt, und zwar haben sie Iskander-Raketen geliefert. Iskander-Raketen fliegen über 7000, in der langsamen Version über 7000 km/h und Patriot fliegen 5000 km/h. Also sie können nicht abgefangen werden. Und vor allem, ich meine, mit einer Iskander kann man eine ganze Stellung von Patriot-Systemen ausschalten. Ist einfach ein anderes Kaliber. Also mit mit Angriffen auf Syrien oder Errichtung einer Flugverbotszone sieht es alt aus, weil Syrien kann die ganz einfach abknallen. Dann ist halt die gesamte türkische Basis weg. Einfach so. Muss man wissen. Wer den jetzt versteht. Okay. Ja, was gibt es Neues? Russland hat den Held der Arbeit wieder eingeführt, diesen Orden, diese Auszeichnung, für Leute, die sich um die Entwicklung Russlands besonders verdienst haben, die ein besonderes Verdienst an der Weiterentwicklung, an der Entwicklung Russlands haben. Ja, also es ist ein ein Wiederaufgreifen einer sowjetischen Tradition. Und ich denke mal, es zeigt deutlich, dass Putin doch bereit ist, auch wieder sich stärker der sowjetischen Vergangenheit zu öffnen, als es bisher der Fall war. Da gibt es ja einen schwankenden Kurs. Manchmal orientiert er sich an der
vor sowjetischen Zeit und manchmal an der sowjetischen. Und es spiegelt ungefähr das Kräfteverhältnis wieder. Je mehr kleine Spielereien aus der Sowjetunion wieder eingeführt werden, umso stärker wird die Richtigkeit der sowjetischen Politik angesehen. Also es ist im Moment, Russland steht vor riesigen Aufgaben. Russland muss aufrüsten, muss die Armee modernisieren, muss Hightech-Cluster aufbauen. Das sind alles Sachen, wo in der Sowjetunion gute Modelle entwickelt wurden. Ja? Man muss sich mal überlegen, also Silicon Valley zum Beispiel in den USA ist eine Adaption eines sowjetischen Konzepts, nämlich dass man Cluster bildet, in denen Forschungscluster, Wissenschaftsstädte und so weiter. Ja. Also dann gab es in Russland natürlich das NGO-Verbot für westliche NGOs und innerhalb von Wochen ist die komplette Anti-Putin-Opposition zusammengeschrumpft auf den Haufen Dreck, der sie wirklich darstellt. Den sie wirklich darstellt. Und das zeigt halt auch, wie richtig diese ganzen Verschwörungstheoretiker, ja, dass es gelegen haben. Das sieht man an solchen Maßnahmen. Erst könnte man sagen, ja, das ist diktatorisch und der will ja bloß nicht keine Opposition zulassen. Und ich kann auch sagen, auf so eine Opposition kann man auch scheißen. Also diese Rattenopposition in Russland, da sind dann CIA Kasparov, CIA Udaltsov, Nazis und Monarchisten auf einer gemeinsamen Demo und sie alle vereint eigentlich nur, Putin muss weg. Und die kommunistische Partei stellt sich zu diesem Mischmasch dazu, einfach nur, weil sie gegen Putin ist. Und macht damit gemeinsame Sache mit wirklichen Feinden Russlands. Also das ist keine interne Opposition, sondern das ist so eine, wisst schon, so eine orangene Revolution, so eine, ja. Otpor ist ein ganz berühmter Name. Ja. Die erheben mittlerweile sogar ihr widerliches Haupt in Venezuela. Weil sie eine Schwäche wittern, weil Chavez krank ist. Aber so gut genug geht es ihm ja doch noch, als dass er nicht in Gefahr ist. Er ist halt jetzt in Behandlung und von hier aus alles Gute, Kommandante. Gute Besserung und komm bald wieder. Naja, währenddessen zieht die Kriegskarawane quer über den Globus weiter, nach Mali. Also in Mali gab es einen Putsch. Als Folge dieses Putsches haben die Tuareg-Minderheit, also die ein großes Gebiet bewohnt, also gebietsmäßig ist es sogar die Mehrheit, ja, aber bis auf bevölkerungstechnisch nicht, unter Kontrolle. Dann kamen auf einmal bestausgerüstete Islamisten und haben den Tuareg, diese Gegenden, weggenommen, bis die sich dann mit geeinigt haben und jetzt muss der Westen ran und die alle wegmachen. Woher haben diese Islamisten wieder Waffen und warum bekämpft der Westen auf einmal wieder Islamisten in Mali und bewaffnet sie aber in Syrien? Also ein und dieselbe Clique. Also die Menschen als Schachfiguren zu sehen, ist ja noch eine Schmeichelung. Ja? Das ist ja wirklich das Widerlichste, was da. Also, das Widerlichste auf der Welt ist die westliche Gesellschaft. Das ist etwas, was mich die letzten Jahre gelehrt haben. Es gibt nichts Widerlicheres, nichts Verlogeneres, nichts Diktatorischeres und nichts Gewalttätigeres als die sogenannte westliche Wertegemeinschaft. Jetzt kommt dann gleich einer, ja, was ist mit Saudi-Arabien und so finsteres Mittelalter? Dieses saudische Regime wird genau von dieser westlichen Wertegemeinschaft an der Macht gehalten. In den 90er Jahren hat die USA dort einen bewaffneten Aufstand gegen den König niedergeschlagen. Die gesamte arabische Halbinsel ist ein US-Protektorat. Gaddafi hat es gesagt und hat sich so den Hass von Katar und Saudi-Arabien zugezogen. Also,
Was lernen wir daraus? Wir brauchen eine Opposition, die diese Sachen kapiert, die außerparlamentarisch gut aufgestellt, also außenpolitisch gut aufgestellt ist. Eine, die diese Manipulation und den Kriegskurs durchschaut und ihn auch benennt, also so wie zum Beispiel die KKE in Griechenland. Ich will mich jetzt gar nicht ideologisch auf den Kurs der KKE festlegen, ob dem alles richtig ist, aber es müssen gewisse Voraussetzungen stimmen. Diese Voraussetzungen sind bei der Deutschen Linkspartei nicht gegeben. Und die DKP, die ist auch nur für Assad, weil die KP in Syrien mit Assad in der Regierung sitzt. Als eine sogenannte KP, eine Pseudo-KP, nicht eine echte wie in Syrien, im Irak gegen Saddam war, haben sie nicht Saddam nicht unterstützt. Also das ist eine pure auf Vereinsmeierei aufbauende Organisation, die keine eigenen analytischen Fähigkeiten hat, sondern immer nur sich zutragen lässt von KPs aus anderen Ländern, was die denn sagen. Ob diese KP überhaupt noch kommunistisch ist, ist dabei zweitrangig. Die DKP ist auch Mitglied der Europäischen Linkspartei. Holla. Ja, und dann auf der anderen Seite des Globus, in den USA, was geht da? Dort schießen irgendwelche Leute dauernd um sich. Und zu jedem Event dieser Art tauchen Verschwörungstheorien auf und diese Verschwörungstheorien werden immer schlüssiger. Beispiel Sandy Hook's Massaker. Wer hier auf YouTube, könnt ihr hier gerne mal schauen nach Sandy Hook's Massaker und Fake oder Fraud oder sonst irgendwas. Ja? Sucht da einfach, recherchiert selber. Hier finden irgendwelche Amokläufe statt von Bekloppten. Unter welchen Bedingungen die auch immer zu diesem Mittel greifen, will ich jetzt gar nicht diskutieren, sondern es geht darum, dass damit der private Waffenbesitz ausgehebelt werden soll. Weil dann wird auf die Leute gezeigt, guck mal, das liegt nur daran, weil alle Waffen haben. Und so will man das Volk entwaffnen, wie es bei uns ja auch passiert. Ja? Und das kann nicht sein. Ja? Ich bin wirklich jetzt kein Militärfetischist oder Waffenfreak oder so, aber ich habe weniger Angst vor Waffen in den Händen des Volkes als vor Waffen in den Händen meiner eigenen Regierung. Naja, obwohl bei Merkel, egal. Nein, die größten Verbrechen, Gewaltverbrechen in Deutschland, wurden begangen von Tätern, die über die Befehlsgewalt über die Streitkräfte verfügen. Also die wurden nicht in Deutschland begangen, aber die Anordnungen wurden in Deutschland getroffen. Also das 140 afghanische Zivilisten, die damals ermordet wurden vom Oberst Klein. Der ist jetzt befördert worden übrigens. Was auch nicht schlimm ist, er hat das den Kopf hingehalten und wurde dafür belohnt, ja? Weil in Wirklichkeit tragt er nicht er die Verantwortung. Er hat halt nur Scheiße gebaut, ja? Sondern er hat seinen Kopf hingehalten für dieses Regime in der BRD, für diese Regierung und er hat dafür seinen korrekten Lohn bekommen. Die Verbrecher sind nicht der Oberst Klein und auch nicht die Soldaten. Die Verbrecher sind unsere Regierung, die diesen Krieg befiehlt. Das sind unsere Bundestagsabgeordneten, die diese Einsätze beschließen, die sind die Verbrecher. Und angesichts der Tatsache, dass jetzt auch die Bundeswehr im Inneren eingesetzt werden kann, fände ich es überhaupt nicht schlimm, wenn bei uns auch die Leute bewaffnet werden. Also ich habe davor keine Angst, weniger Angst als vor Waffen in Händen des Regimes. Ja, so sind wir, also wir starten also ziemlich explosiv in ein Jahr 2013,
Es ist alles möglich. Und das sollte uns Angst machen. Überall verschärfen sich die Spannungen. Die imperialistische Welt hat sich gegen Russland und China gewandt. Und alle Länder, die zu ihren Verbündeten gehören. Einige Länder davon waren aufgrund ihrer antiimperialistischen Ausrichtung schon immer ein Fadenkreuz, so wie Venezuela oder Iran. Aber jetzt, diese ganzen Kriege, Irak, Libyen, richten sich gegen Russland und China. Darum geht's. Das sind Schachfiguren. So bitter es ist. Also beziehungsweise sie werden durch den Imperialismus zu Schachfiguren degradiert. Und Russland muss jetzt schauen, dass sie in Unterzahl gewinnen. Und China. Währenddessen verschärft sich in China auch die Krise. Also die USA zündeln an allen Ecken und Enden der Welt und die Europäer auch. Diese Interessen werden immer unkoordinierter. Ja, die Zielgerichtetheit der imperialistischen Aggression nimmt immer mehr ab. Ergibt immer weniger Sinn, was sie machen. Aus ihrer eigenen Logik heraus, nicht aus meiner Logik zum Beispiel heraus oder von vernünftig denkenden Menschen, die sagen, dass Krieg kontraproduktiv ist, ja, für die Menschheit. Das sind nur noch kurzfristige, kurzsichtige Sachen, die da beschlossen werden. Zumindest wenn man die einzelnen Konflikte sieht, wenn man sie in einem großen globalen Zusammenhang sieht, dann ergibt es wieder Sinn. Aber auch nur beschränkt. Weil auch ein Sieg des Westens in dieser globalen Konfrontation würde den Westen nicht vor seinen eigenen Problemen schützen. Also diese Überakkumulation, das Geldmengenüberangebot, das in irgendwelche Finanzblasen weggesperrt wird, damit es keinem wehtut. Zinssystem, also diese ganzen Widersprüche, aber darum geht es ja auch. Sie wollen gar nicht, dass sie gelöst werden. Die wollen den großen Crash. Warum? Weil sie danach wieder genauso weitermachen können. Zumindest, wenn sie die Dominanz ausüben. Das heißt, sie müssen die Konfrontation gegen Russland und China gewinnen. Und wir sollten alles dafür tun, wo wir auch sind auf der Welt, in Deutschland oder wo auch immer. Wir sollten unseren Beitrag dazu leisten, die NATO zu Fall zu bringen und alle mit ihr kollaborierenden Regime. Das wäre im Interesse auch von uns, von der nahen Bevölkerung hier. Auch wir leiden unter der kapitalistischen Wirtschaftsweise und unter der Ausbeutung und dem Druck des Zinssystems. Und ja, ich hoffe, ich kann mich im kommenden Jahr wieder mehr darum kümmern, Videos zu produzieren und wünsche euch ein frohes neues Jahr und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Chris.